Dann kann es ja weitergehen, ne? Da kommen ja, da waren ja sowieso noch recht viele Türen gewesen, die wir nochmal aufmachen können. Mit Leute, ganz kurz mal eben. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Der Wagen stand eben noch. Wenn schon, denn schon, ne? So, Speicherdaten überschreiben. Natürlich, wie immer, drücken wir auf Ja. Und ich würde sagen, wir hüpfen mal eben ganz kurz hier in den Schacht rein. Hüpf. Ob das so eine gute Idee ist, ich bezweifle es tatsächlich. Das sind nicht unsere Schritte, das wollte ich nur mal kurz angemerkt haben. Ey, die sind doch echt verrückt, ey. Nee, ich drehe um, komm, ich hab keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, ich geh wieder zurück zur Luftschleuse und schieß mich einfach in den Weltraum. Ganz ehrlich, das ist besser als der ganze Scheiß hier. Also, das habe ich echt noch nie erlebt. Nein, komm. Muss das sein? Ich will nicht. Schön. Toll, dass die Lampen ja auch noch so wunderschön wackeln. Dankeschön. Das verleiht mir sehr viel Hoffnung. So, einmal rausklettern. Wo sind wir jetzt hier? Genau, wenn ich fragen darf. Wir sind... Ich habe keine Ahnung. Hier ist ein bisschen was eingestürzt. Hier kam anscheinend wirklich mal die Decke runter. Hier fällt alles auseinander. Da sagst du was, Mädel. Da sagst du was. Dass wir auch nicht in die Koffer reingucken können, ne? Nur immer diese bestimmten Kisten. Wo geht's denn hier weiter? Kann ich hier nicht... Warum kann man da nicht rüberklettern? Sag mir das mal, warum kann man da nicht... Ey, komm, das ist wieder so, das ist wieder typisch Horrorspiel, weißt du? Ich kann da nicht rüberklettern, das wird zu kompliziert. Komm ich hier? Ach so, benutzen. Cool. Wir müssen natürlich sehr umständlich... Ich will das nochmal kurz darstellen, ja? Klarstellen möchte ich das. Anstatt hier mal eben fix rüber zu hüpfen, denkt die Alte sich einfach, komm... Ich kletter einfach mal durch diesen total klapprigen Lüftungsschacht, der von der Decke runtergefallen ist. Der höchstwahrscheinlich gleich nochmal einstürzen wird. Ey, mal ganz im Ernst, wie doof muss man eigentlich sein? Ist ja echt unglaublich, die Alte, ey, wirklich. Der Stuhl sieht irgendwie cool aus, ne? So einen hätte ich gerne. Der sieht auch so retro-mäßig aus. Eigentlich voll das geile Ding. Ich bräuchte eigentlich auch bald mal einen neuen Stuhl, weil der ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe da mega Rückenprobleme mit. Weil da kannst du mal aufhören, die ganze Zeit irgendwelchen Scheiß auf meinen Kopf prasseln zu lassen, ey. Guck mal, jetzt hustet die auch schon. Ist ja echt unglaublich hier. Und, wie zum Geier kommen hier Steine auf dem, komm ich. Das, Ich fange schon wieder an, alles in diesem Spiel zu hinterfragen. Das passiert mir mal sehr schnell in Horrorspielen. Kann ich hier rein? Hier kann ich nicht reingucken. Wir können in diese Kisten nicht reingucken. Nur in diese weißen. Ich drehe mal um, ne? Ich meine, ich muss da ja leider natürlich hin. Das war aber ein Mensch gewesen, das habe ich gesehen. Das war kein S oder sonst irgendwas. Es war ein Mensch gewesen, das habe ich ganz genau gesehen. Trotzdem will ich da nicht unbedingt hin. Wir wissen ja natürlich nicht... Gut, er rennt... vor uns weg. Die Frage ist natürlich, warum?
Und hier hat wieder jemand die ganzen Pfanddosen liegen gelassen. Das ist wieder typisch Jugend von heute, weißt du? Zu faul, Pfand wegzubringen. Spacefly Terminal. Alles gecancelt, kennen wir ja schon. Was steht denn hier, Alter? Ak. Turos, was? Canopus. Delta Panovis. Panovis. Panonis. Alter, was ist denn das denn für Namen? Capella. Alpha Ceti. Groombridge 34. Procyon. Ross 154. Barnards Star? Destination. Sind das Planeten? Oder Stationen? Es könnten zum Teil ja auch Stationen sein. Hier liegt ein Schokoriegel, den können wir leider nicht mitnehmen. Was macht der Stifter? Was hat der Stifter gerade gemacht? Der hat, glaube ich, ein Eigenleben. Das macht mir Angst. Ich habe Angst vor Stiften, die sich selbst bewegen. Ist das ein Leichensack? Und ach du Scheiße. Wie viele Leichensäcke sind denn hier? Alter, Leute. Hier ist irgendwas sehr, sehr Merkwürdiges vorgefallen. Und ich glaube, der eine oder andere kann sich wahrscheinlich schon denken, was es ist. Alter. Und hier ist noch ein weiterer Audiolog. Den hören wir uns auch nochmal eben kurz an. Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abbauen. Verdammte Scheiße. Ich höre überall Geräusche. Hier das Knarren und... Beeilen Sie sich einfach, okay? Ja, den Typen scheint es wohl für uns zu gehen. Der hat wohl auch Schiss vor... Das da vorne muss der Ausgang sein. ...jedem einzelnen Geräusch, das man hier hört. Kann ich aber auch verstehen. Gehen Sie durch die Haupttür, ja. Du bist witzig. Wartungsheber benötigt. Okay, wir brauchen einen Wartungsheber. Den finden wir wo? Weiß jemand, wo man hier einen Wartungsheber findet? Ich habe keine Ahnung. Ich laufe mal eben ganz kurz hier über die Leichen rüber, ja. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Hier brauchen wir wahrscheinlich wieder so einen Ionenschneider oder sowas. Plasmaschneider. Ah ja, den Plasmaschneider habe ich natürlich auch leider vergessen, ne? Neben den Ionenschneider natürlich auch den Plasmaschneider. Mann, das ist auch heute echt ein Pech. Mann, Mann, Mann. Was ein Scheiß. Wie wir die ganze Zeit mit unserer blöden Leuchtfackel durch die Gegend laufen, ist ja nicht zu glauben. Ich hab eine Leuchtfackel! Sesam, öffne dich. Bett. Da miaut eine Katze. Da miaut eine fucking Katze. Stellt das Spiel mal bitte ganz kurz ein bisschen lauter und lauscht mal bitte. Da bellt eine Katze, Alter. Da bellt eine Katze, ich sag's euch. Warum bellt... Die Katze soll aufhören zu bellen. Die Katze hat sich vor was erschrocken. Alter, Leute, was mache ich hier? Nee, du, das kannst nicht machen, no. Hier ist wieder so ein toller 2000 KJ-Fahrer da. Ja, irgendwie so ein Generator auf jeden Fall. So, dann drücke ich mal geschwind X. 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 Ja, genau. Nicht X, sondern X. Wie war das gerade? Alle Syntheten sollen sich wo melden? Vielleicht können die uns ja vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Also die, quasi die Roboter, die hier eben halt mithelfen. Es heißt ja,
Synthet oder man nennt es ja Synthet oder wie sagt man nochmal? Android. Man darf Androiden und Roboter nicht miteinander vertauschen. Roboter sind einfach nur Roboter, also Maschinen, und Androiden sind eben halt dem Menschen nachempfunden. Beziehungsweise sehen aus wie Menschen, reden wie Menschen. So gerade mal so ein bisschen Hintergrundwissen am Rande, ne? So ein bisschen Allgemeinwissen. Wen es interessiert, hier liegen wieder Pfanddosen rum. Die können wir eigentlich direkt alle mal mitnehmen und abgeben. Beim nächsten Aldi. Hier ist auch wieder so eine blöde Strebe vor. Der hat doch wieder was gefaucht, du. Scheiße. Das ist nicht gut. Oma. Das ist ganz schön janisch gut. Die Tür ist zu. Und ich sollte mal aufhören, so zu raiden, weil das ziemlich behindert ist. Was sind das eigentlich für Geräusche? Frage ich mich ja, dieses... Was ist das da? Da passiert doch, da ist doch gerade irgendwas. Irgendwelche riesigen Maschinen, die sich da bewegen oder so und... Das ist doch typisch... Halt die Fresse. Das ist doch typisch Jumpscare. Wenn ich jetzt hier durchgucke, dann... passiert nichts. Warum kann man hier reingucken? Kann ich eigentlich... Geht das, wenn ich jetzt... Ich konnte ja auch... Genau, ich kann die auch werfen. Jetzt habe ich die hier reingeworfen. Guck mal, jetzt liegt die da. Jetzt können wir hier mal ein bisschen reingucken. Aber hier scheint nichts drinne zu sein. Wie es aussieht. Schade. Ich finde das ja auch immer so mega interessant. Da habe ich mir letztens wieder was angeguckt. Wenn man hier wirklich mit so einem Mod quasi vom Charakter so wegfliegen kann und dann wirklich durch die ganzen Räume einmal durch, ist ganz interessant zu sehen. Und ist das Blut auf dem Boden? Ist das Blut auf dem Boden? Wie kommt das Blut auf den Boden? Und warum haben wir unseren Ionenschneider nicht mit? Oh. Den habe ich übersehen. Der schläft nur. Der schläft nur, den geht's gut hin. Ja. Was? Unsere erste Leiche. Wobei, wir haben da hinten ja schon einen Haufen Leichen gefunden, aber... Ja. Die ist mit Blut. Hier wieder Plasmaschneider benötigt. Alter, wollt ihr mich verarschen? Warum mache ich meinen blöden Plasmaschneider nicht mit, ey? Das ist echt dran. Furchtbar. Ich fühle mich wie ein Handwerker auf einer Baustelle ohne Zollstock. Ist genauso schlimm. Na gut, okay. Hier haben wir alles durchsucht. Hier scheint da nicht sehr viel zu sein. Zumindest heute nicht. Vielleicht ja morgen wieder, man weiß es nicht. Warum geht da jetzt gerade Licht an? Warum ist da gerade Licht angegangen? Das würde mich ja mal interessieren. Ah! Oh! Alter! Ey, das kannst du nicht machen! Scheiß Licht, Mann! Oh, da hat der Elektriker wieder rumgeschlampt. Ah nee, ein Fernseher ist das. Irgendwie so ein Bildschirm oder so. Oh, Junge! Ey, das kannst du nicht mit mir machen, ey. Spinnt ihr! Boah! Und... Hier läuft irgendwo ein Radio. Hä? Oder es sind wohl die integrierten Lautsprecher hier? Boah, ey. Jetzt bin ich wach. Alter, da zerbombt... Ey, da wird erstmal hier so ein blöder Bildschirm zerbombt, ey. Alter, das könnt ihr doch nicht machen, sowas. Ey, Leute. Ich bin doch noch jung. Ich habe mein ganzes Leben noch vor mir. Fuck the Marshals. Fuck this game, Alter. Fuck this game. Was ist das hier? Ein Pornoheft. Oh. Da hat ein Kind ein Bild gemalt von... Oh, einer Roboter und einem
Ich weiß nicht, was es genau darstellen soll. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, es soll einen Xenomorph darstellen. Ich habe keine Ahnung. Judas will pay. Okay. Ich habe ein bisschen Schiss, weil hier eben einfach Licht angegangen ist, als wir da rausgekommen sind. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Hier wurde Schach gespielt. Hier liegen wieder Pfanddosen rum. Ach, und hier hat jemand auf den Boden gepisst. Ist aber nicht schlimm. Die Frau schiebt sich eine dicke Wurst rein. Das ist, ja, kann man auch mal machen. Ah, hier ist wieder ein Audiolog. Sterner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Und wahrscheinlich er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Also, nicht nur Probleme mit irgendwelchen komischen Viechern haben sie auf der Station, sondern auch mit Alkoholikern. Ist ja allgemein ein allgemeines Problem. Naja, hier... Die haben ja auch überall schon so Matratzen ausgelegt, als ob sie sich hier wirklich schon niedergelassen haben. Wie lange ist hier alles schon verlassen? Und hier können wir speichern. Das finde ich gut. Speichern ist immer toll. Das, da kriege ich direkt immer einen Orgasmus, wenn ich das sehe. Huch, da bin ich kurz auf den rechten Stick gekommen. Warum ist hier Blut, aber keine Leiche? Hier tropft es ein bisschen. Wenn da Blut ist, dann muss es auch eine Leiche geben. Es sei denn, derjenige lebt noch. Natürlich! Natürlich, wisst ihr, ne? Die gesamte Station, ne? Alle haben Angst, alle verstecken sich irgendwie oder zum Teil sind sie auch alle tot, ne? Aber wenn hier irgendwo eine Pfütze ist, dann hat er anscheinend wohl noch jemand Zeit gehabt, mal eben ein frisch gewischt Schild aufzustellen, damit hier bloß niemand ausrutscht, ne? Das ist, so. Das ist echt unglaublich. Naja, okay, hier sind ein paar Kaffeebecher. Hier können wir auch reingehen. Puzzleball! Ein sich von alleine bewegender Puzzleball? Der hat sich gerade bewegt. Warum hat er sich bewegt? Naja, die waren ja mal so eine Zeit lang voll in gewesen. Ich bin damit nie klargekommen mit den Dingern, weil ich weiß nicht. Ich konnte damit irgendwie, weil, keine Ahnung. Ach, guck mal, hier. So ein alter Joystick. Und hier ist ein Radio. Was läuft denn? Pass auf, gleich kommt's. Wir sind die Frieses. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt kennt. Boah, ich hasse das wirklich, ne? Da fährst du morgens in der Firma. Huch, mein Fernseher will gerade wieder ausgehen. So. Da fährst du morgens in der Firma los, ne? Kollege macht das Radio und das Erste, was du wieder hörst, ist: Wir sind die Frieses. Ich kann das echt nicht mehr hören, wirklich. Es ist so unwitzig. Also, finde ich persönlich. Muss ja jeder selber wissen, wie er es findet. Wer kennt das denn eigentlich? Da war schon wieder ein Fauchen. Warum faucht mich hier immer alles an? Ihr ollen Faucher. Ihr Fauchis, du. Gibt's ja gar nicht. Das sieht mir nach einer gesunden Regelblutung aus. Ja doch, ja. Mhm. Eine gesunde Regelblutung und... Oh, ich seh's schon. Oh mein Gott. Oh, Kacke. Ist das der Alkoholiker, den sie hier eingesperrt hatten? Ich nehme mal schon mal die Ausweiskarte mit. Und wir haben hier wieder einen wunderschönen Audiolog. Warte, nee, ich will eine schöne Position haben. So. Und los geht's. Ich will eine Beschwerde erreichen. Bei der höchsten Instanz. Mein Name ist Zachary Watson. Watson. W-A-T-S-O-N. Haben Sie es verstanden? Meine Beschwerde ist das. Die Scheiß-Marshalls.
Wir sollten uns beschützen. Das ist Ihr Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Wir haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie, um niemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche... Scheiße. Es ist kalt. Ich glaube, das Scheißteil funktioniert nicht mal. Tja, die Frage ist jetzt ja natürlich nur, hat er sich selbst umgebracht oder wurde er von etwas umgebracht? Weil für mich sieht es ganz ehrlich so aus, als ob er hier wirklich einfach nur versucht hat auszubrechen mit den ganzen Werkzeugen und er dann vielleicht irgendwie überwältigt wurde. Naja, wir werden uns auf jeden Fall erstmal ganz kurz hier den Wartungsheber schnappen. Na komm, lass los, du. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Ja, das können wir, denke ich mal. Ich schaue hier nochmal ganz kurz. Aber hier scheint sonst nichts zu sein. Und jetzt können wir sicherlich auch... Tatsache, jetzt können wir die Dinger hier auch entfernen. So, einmal das Schloss weggehauen. Einmal L2 und R2 und dann einmal zack nach links. Und ab ist das. Gut. Dann kann es ja weitergehen, ne? Dann können wir... Da waren ja sowieso noch recht viele Türen gewesen, die wir nochmal aufmachen können. Mit... Leute, ganz kurz mal eben. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Der Wagen stand eben noch. Das war... Ich habe da sogar noch einen Spruch zugebracht. Von wegen Kaffee trinken oder sowas. Der stand eben noch. Hier ist irgendetwas... Scheiße. Ich mag das Ding jetzt gar nicht mal aufmachen, wenn ich ganz genau weiß, dass jetzt im Moment jemand hinter mir stehen könnte. Aber komm, wir machen jetzt einfach mal. Bitte nicht so laut, wenn es geht. Das wäre sehr nett. Dankeschön. Man merkt aber auch, das Spiel kommt so ganz langsam in Fahrt. Quasi auch wie die Filme. Das war ja immer so gewesen, ganz langsam. Und ab irgendeinem Punkt geht es dann immer richtig ab. Deswegen nicht wundern, wenn der Anfang relativ langweilig ist. Aber glaubt mir, wenn es losgeht, dann richtig. Ach, guck mal, hier ist Alkohol. Und da arbeiten wir nicht mehr. Die Maurers geben einen aus. Kennt ihr das? So, und wir haben hier wieder einen Audiolog. Gute Person. Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Haste. Das ist aber nicht der Typ, den wir da hinten getroffen haben. Das war ja Zachary Watson oder sowas. Das hat er ja so wunderschön nochmal betont. Haste. Ach, guck mal, hier haben wir wieder dieses wunderschöne Apple-iPad. Nun gut, okay, warte mal. Hatten wir hier noch irgendwas gehabt? Nee, hier war nichts mehr. Genau, jetzt sind wir wieder hier. Was ist denn jetzt los? Was hat denn die Musik? Ich speichere erstmal ganz schnell. Ich werde erstmal ganz fix speichern. Dann bin ich glücklich. Vorübergehend erstmal. So. Warum war hier gerade so die Musik so komisch? Hä? Na gut. Ich habe auch das Gefühl, dass wir von diesem Typen, der vorhin schon weggerannt ist, irgendwie ein bisschen beobachtet werden. Ich weiß, wir könnten jetzt eigentlich direkt hier hingehen, aber ich will nochmal ganz kurz... Ja, Entschuldigung, muss hier mal rüber, danke sehr. Ich möchte hier ganz gerne nochmal kurz schauen, was dort hinter den Türen ist. Da waren ja auch noch 2, 3 Türen gewesen, die man noch damit öffnen kann. Da schauen wir doch nochmal ganz kurz. So, die war zu, die hier können wir noch aufmachen. Einmal ran, das Ding.
Zack. So, und die Tür ist offen. Und wir sind drinne. Sehr viel scheint hier nicht rumzuliegen. Ach doch, guck mal, hier ein wenig Schrott. Ob sich das jetzt so gelohnt hat, naja. Ansonsten ist hier aber nicht sehr viel. Schade. Hier hinten ging es ja auch noch weiter. Ach, schade, hier können wir nicht rein. Ich wäre ganz ehrlich, ich wäre ganz gerne hier nochmal reingegangen. Aber ich glaube, weitere Türen waren hier nicht gewesen. Nee. Dann war es anscheinend doch nur eine gewesen. Schade. Schade, schade, Marmelade. Ist aber eben halt so. Kann man nicht ändern. Dann würde ich sagen, wir begeben uns direkt mal hier zur magischen Tür, wo es eben halt weitergehen wird. So, liebe Bildschirme, es wäre wirklich schön, wenn ihr mich jetzt nicht wieder hier irgendwie zu Tode erschrecken würdet, dass ich hier nach mit dem Krankenwagen abgeholt werden muss. Gut, und ich würde sagen, wir entfernen einfach mal die Strebe. Ganz ruhig.